zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter habt neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66 von Stunde der Wahrheit. Das ist heute am 7. Oktober 2017 die 14. Lesung des Buches von Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, und wir nähern uns so langsam dem Ende. Auf Seite 79 waren wir letztes Mal stehen geblieben. Und deswegen machen wir da jetzt heute weiter in dem ersten vollen Absatz mit »So sollten«, hatte ich mir notiert, fange ich da an. Und so lesen wir hier, »So sollten nun die Juristen ihre Herren, Kaiser, Könige, Bischöfe, Fürsten und Herren vermahnen, wie sie schuldig sind, wo sie Christen selig werden wollen.« Also mit anderen Worten, die Juristen, Herren, Kaiser, Könige, Bischöfe, Fürsten und Herren, wenn sie Christen werden wollen, sind schuldig und sollten nicht aufhören, bis sie den verdammten Papst zwungen, ad restitutionem alles wiederzugeben und zu erstatten, was er von Anfang des Papsttums mit den Schlüsseln gestohlen, geraubt und in der Kirchen getan hätte. Denn gewisslich ist zwar, dass des Papst Schlüssel sind Sacrilegium et ineffabile spolium. Wieder mal ein Ausdruck, den ich mir im Englischen rausgesucht habe. Da wird das Lateinische ins Englische übersetzt. Und mit anderen Worten heißt hier in Deutsch geschrieben, dass des Papst Schlüssel sind Sakrileg und unaussprechliche Enttäuschung. Ein Kirchenraub, desgleichen von Anfang der Welt nicht geschehen ist, wenn alle Kirchenraub auf einen Haufen kommen sollten. Hie sollte nu der Kaiser nehmen, Rom, Urbin, Bonomia und alles, was der Papst hat, vom Reich nehmen, vom Reich gestohlen, denn es ist alles durch die erlogene Schlüssel gestohlen und geraubt. Danach auch zwingen, dass er alle die Seelen wiedererstattet, die er durch die Schlüssel verführet hat, in die Helle, wie wohl ihm solchs unmöglich ist, und in dem ewigen hellischen Feuer muss erstattet werden. Jetzt gehe ich auf diesen Absatz nochmal eben ein, und zwar kurz, weil ich habe das, glaube ich, in der letzten Lesung schon gemacht und habe die Verbindung gelegt zum Futurismus, zu der futuristischen Antichristenlehre. Aber ich mache es hier nochmal für diejenigen, die den Teil hier vor, aus welchem Grund auch immer, nicht gehört oder gesehen haben. Kann ich immer nur sagen, von geht dahin, hört und seht euch das an. Bis sie den verdammten Papst zwungen, ad restitutionem alles wiederzugeben und zu erstatten, was er von Anfang an des Papstes mit den Schlüsseln gestohlen, geraubt und in den Kirchen getan hatte. So. Das müssten also die Herren Juristen, Kaiser, Könige, Bischöfe und so weiter vom Papst fordern. Jetzt der Punkt, auf den ich natürlich hinaus will mit meiner Erklärung. Ihr hört mich schon kommen. Zukunftslehre. Ja, es ist wieder mal so. Damals hatten die Leute, auch aufgrund dieses Schreibens von Luther, natürlich hauptsächlich aufgrund der Bibel, erkannt, dass der Papst der Antichrist ist. Und haben ihm deswegen viel Macht, Geld, Reichtümer, Besitztümer und alles Mögliche genommen, was der Papst sich, wie gerade eben gelesen, durch die Jahrhunderte durch Diebstahl an den Menschen angehäuft hat. Nun aber ist der Papst heutzutage offiziell von der Bevölkerung in der Welt nicht mehr als Antichrist erkannt, weil die falsche Lehre eines zukünftigen Antichristen davon erzählt, dass es nur einen Antichristen gibt, der irgendwann in der Zukunft, ein paar Jahre bevor Jesus Christus zurückkommt, auf die Erde kommt
oder sich auf der Erde zu erkennen gibt als Antichrist. Und dann diese sogenannte siebenjährige Trübsal und die Entrückung und sowas alles dann kommt. Das heißt, der Papst ist in Ehre wiederhergestellt. Durch die futuristische Lüge in die Welt gesetzt durch Francisco Ribera und weiterhin verteilt durch Kardinal Bellarmine und auch andere Menschen natürlich. Selbst Lacunza, Ben Ezra, mit seinem Buche. Durch diese Zukunftslehre, die heute überall in protestantischen und katholischen Kirchen überall auf der Welt gelehrt wird, ist der Papst nicht mehr der Antichrist. Und dann sagt der Papst natürlich von so. Wenn ich also nicht mehr der Antichrist bin, oder wenn ich nicht der Antichrist bin, wenn ihr euch mit eurer, zwischen Anführungsstrichen, Reformation, mit eurem, zwischen Anführungsstrichen, Protestantismus geirrt habt, und der Protest jetzt vorbei ist, und das alles nur ein Irrtum war, dann müsst ihr mich in meine Herrlichkeit, die ich davor hatte, wiederherstellen. Deswegen ist die Vereinigten Staaten von Amerika, dieser Polizist der Welt, wie viele Menschen das meinen, deswegen haben die überall ihre militärischen Basen, deswegen gibt es überall sogenannte, zwischen Anführungsstrichen, Regime Changes, ja, Regimeveränderungen, wenn ein Regime sich eben nicht dem Papst anpasst, weil der Papst ist der rechtmäßige Vertreter Gottes auf Erden. Da er ja nicht der Antichrist ist, kann er ja nur der Gott sein, oder? Und der fordert seine Wiederherstellung von allem, was es vorher gab. Und deswegen, wenn man die Leute hört, sprechen hört von Umverteilung der Güter und Umverteilung des Reichtums und so weiter, dann will das immer nur eins heißen. Den protestantischen Ländern nehmen und dem Papst geben. Der Papst muss wieder alles zurückbekommen, was er damals schon hatte. Da geht dieser ganze kleine Absatz nochmal drüber. Und ich möchte wirklich, dass ihr das sehr gut versteht. Weil die Welt die Lüge des Antichristen glaubt, dadurch hat der Antichrist, der Papst, das zwischen Anführungsstrichen Recht, alles wieder zurückzufordern, was er vor der Reformation bereits sein eigen nannte. Und was ihm halt, weil die Reformation unrechtmäßig war, unrechtmäßig weggenommen wurde. Und deswegen ist die Welt so, wie sie heute ist. Und das steht hier in diesem Absatz ganz deutlich drin. Ein Kirchenraub, den der Papst begangen hatte, desgleichen von Anfang der Welt nicht geschehen ist, wenn alle Kirchenraub auf einen Haufen kommen sollten. So hat sich der Papst alles angeeignet, was nicht seins ist. Hinu sollte der Kaiser nehmen, Rom, Urbin, Bononia und alles, was der Papst hat vom Reich gestohlen, denn es ist alles durch die erlogene Schlüssel gestohlen und geraubt. Danach auch zwingen, dass er alle die Seelen wiedererstattet, die er durch die Schlüssel verführet hat, in die Hölle, wiewohl ihm solch unmöglich ist und im ewigen hellischen Feuer muss erstattet werden. Hier ruft Luther dazu auf, sich vom Papst alles zurückzuholen, was er gestohlen hat. Das ist im Laufe der letzten Jahrhunderte auch passiert und durch die Konterreformation und die Jesuiten und ihre Lehre holen sie sich alles wieder zurück und stellen den Papst wieder auf dasselbe Podest, wo er vor der Reformation stand und damit ist der Papst wieder in seiner Funktion, wie er sich offiziell nennt, Vicarius Filii Dei, Stellvertreter Gottes auf Erden wiederhergestellt. Und Gott hat eben Macht und alle Güter dieser Welt. Deswegen muss der Papst eben alles bekommen. Wenn man aber den Papst als Antichristen identifiziert, dann sieht man, dass er das alles nur fälschlich aneignet, so wie er das all die Hunderte davor auch getan hat, bis die Reformation dem am Ende gesetzt hat. Also, ich hoffe, dass das mit der letzten Lesung und jetzt dieser Lesung am Anfang dieser Erklärung nochmal deutlich geworden ist. Wer es immer noch nicht begriffen hat, kann mir ja mal einen Bericht schicken, dann werde ich nochmal probieren, es zu erklären. Aber, wie gesagt, man kann ja auch zum größten Betrug seit dem Garten von Eden gehen. Oder zu dem Video, der Papst ist der Antichrist oder anderen Videos, die ich gemacht habe. Und da kriegt man dann ja auch dieselbe Erklärung.
Aber wir fahren jetzt fort in diesem Buch, weil ich möchte auch langsam damit zum Ende kommen. Doch das zeitliche Gut könnte man ja wiederum von ihm nehmen und draufrechnen, wie viel er so viel Jahr ein Schlüsseldieb und Kirchenräuber als vom Fremden gestohlen hat, gut vernützt, vertan, verprasset, verbranget, verhuret und verbubet hat, und wo er solch nicht zu bezahlen noch zu erstatten hatte. Dass man mit ihm und allen Kardinälen und ganzem Hofe des Fuchs recht spielete, die Haut über die Köpfe streifete und also mit der Haut bezahlen lehrete, danach die Strümpfe in das Heilbad zu Ostia oder ins Feuer würfe. Siehe, wie wallet mein Blut und Fleisch, wie gern wollt es das Papsttum gestraft sehen, so doch mein Geist wohl weiß, dass keine zeitliche Strafe hiezu genug sei, auch nicht für eine Bulla oder Dekret des Papstes, aber gleichwohl ist das die Summe davon. Der armen römischen Kirchen und allen Kirchen unter dem Papsttum kann weder geraten noch geholfen werden. Das Papsttum und sein Regiment samt seinen Dekreten werden dann weggetan und ein rechter Bischof wiederum zu Rom eingesetzt, dass der Evangelion rein und lauter predige oder verschaffe zu predigen und lasse die Kronen und Königreiche mit Frieden, welche ihm nicht befohlen sind, zu regieren, noch mit Eiden unter sich zu werfen. Und sei ein Bischof anderen Bischöfen gleich, nicht ihr Herr, noch ihre Kirche zu reiße, und ihre Güter raube, noch sie mit Eiden fange oder mit Pallien und Anaten und Papstmonden beschwere. Ich habe hier ein kleines Ausrufezeichen an diesen Absatz gesetzt und ich hoffe, dass ihr versteht, wie wichtig dieser Satz gerade war. Hier spricht Martin Luther aufgrund dessen, dass er dieses Buch 1545 schreibt und den Leuten auf Basis der Bibel deutlich macht, dass der Papst der Antichrist ist und unrechtmäßig die Position innehat, die er innehat, wie man das alles rückgängig machen kann. Dass man ihm die Haut über die Ohren ziehen soll, wie wallet mein Fleisch und Blut, wie gern wollt das Papsttum gestraft sehen, so doch mein Geist wohl weiß, dass keine zeitliche Strafe hiezu genug sei. Nein, es gibt keine zeitliche Strafe, die man dem Papst aufbrummen kann, die Wiedergutmachung geben würde für alles das, was er verbrochen hat im Lauf der letzten Jahrhunderte aus Luther seiner Zeit hier. So doch mein Geist wohl weiß, dass keine zeitliche Strafe hiezu genug sei, auch nicht für eine Bulla oder ein Dekret. Da gibt's keine Strafe, die wir darüber aussprechen können. Aber gleichwohl, sagt Luther, aber gleichwohl ist das die Summe davon. Der armen römischen Kirchen und allen Kirchen unter dem Papsttum kann weder geraten noch geholfen werden. Das Papsttum und sein Regiment samt seinen Dekreten werden dann weggetan. Und ein rechter Bischof wiederum zu Rom eingesetzt. Also abschaffen den Papst, wieder einen ganz normalen, rechten, rechtschaffenden Bischof zu Rom einsetzen, der das Evangelium rein und lauter predige und verschaffe zu predigen und lasse die Kronen und Königreiche mit Frieden, also keine temporale, keine weltliche Macht mehr, welche ihm nicht befohlen sind zu regieren, auch nicht mit Eiden sie unter sich zu werfen. Und sei ein Bischof einem anderen Bischof gleich und nicht ihr Herr, ja, also die Lehre von Jesus Christus, wir sind alle Brüder und Schwestern und Christus ist das Haupt und auch die Bischöfe sind alle gleich, das ist ein Amt, das innerhalb der Kirche, innerhalb des Körpers Jesu Christi ausgeführt wird, aber der eine Bischof ist dem anderen gleich und nicht überstellt. Sei ein Bischof anderen Bischöfen gleich, nicht ihr Herr, noch ihre Kirchen zu reiße und ihre Güter raube, noch sie mit Eiden fange, noch mit Pallien und Anaten und Papstmonden beschwere. Also, so wie auf der weltlichen Seite, wie Luther es hier gesagt hat, dass der Bischof zu Rom das Evangelium prede und lasse die Kronen und Königreiche mit Frieden, so mache er sich auch nicht über andere Bischöfe setzen, sondern alle Bischöfe sind eben gleich. Und dass sie sich auch nicht andere Bischöfe, andere Kleriker mit Eiden fangen lassen oder mit Pallien und Anaten und Papstwunden beschweren lassen. Man kann wohl Bischof sein zu Rom und in aller Welt, ob man nicht das Pallium verkäufe oder Anaten stehle und andere Schinderei treibe. Könige mit Füßen trete und Füße küssen lasse.
Sankt Peter war ein Apostel, meines Erachtens so gut als ein Bischof, ohne Zweifel auch besser denn ein Papst. Noch wollt er's nicht leiden, dass der Hauptmann Cornelius für ihn niederfiel, sondern richtete ihn auf und sprach, stehe auf, ich bin auch Mensch, wie wir lesen Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 25 und folgende. Und St. Peter ließ sich gern richten und straffen von St. Paul in Galater 2, wo wir lesen, Galater 2, Vers 14, von Aposteln und allen Jüngern in Apostelgeschichte 11. Und weil ich Spalium gedenke, muss ich in Apostelgeschichte 11, Vers 3 die Historien sagen, was es hat gewirkt. Dieser Hadder, der sich zwischen mir und dem Papst hat erhaben, hub sich über dem Palio an. Pallium ist ein Hänfen, also von Hanf gemachtes, oder ein Flachsdraht, gestrickt und gewirkt als ein Kreuz, das man binden und formen muss und über die Kanzel werfen kann, wie die Kreuze an den Kasseln gemeintlich sind. Es ist etwa 3 Finger breit. Das ist also die Erklärung, was ein Pallium ist, was man sich halt so als römisch-katholischer Priester überwirft. Es soll alles und alles bei 6 oder 7 Lauenpfennige oder ein Schwert groschenswert sein, so köstlich Ding ist's. Solch segnet der Papst auf dem Altar zu Rom und löge dazu, dass es über den Körpern von St. Petri und Pauli geweiht sei. Denn sie haben weder St. Petri noch St. Pauli Körper. Danach verkäufet er es den Bischöfen, einem höher dann dem anderen, danach die Bistum groß und reich sind. Vor Zeiten gaben's die Päpste umsonst und geboten's umsonst zu geben, wie die Dekretalen noch sagen, ließen ihnen genügen, dass sie damit die Herrschaft und Gewalt über andere Bischöfe kriegten. Hernach haben sie Eidspflicht und Geld darauf gelegt als die verzweifelten Buben. Nur sagt man, das Pallium zu Mainz, also Mainz, kostet 26.000 Gülden. So teuer ist der Hanffaden zu Rom. Etlich meinen, man bringe es nicht unter 30.000 Gülden von Rom. Solch Pallium konnte der Bischof nicht bezahlen. Da ließ er mit dem Ablass etliche Beuteldrescher ausgehen, der Leute Geld zu erheben, das nicht sein war. Die machten's so grob, dass ich da wieder muss predigen und schreiben. Also hat sich das Spiel gegenüber einem Hänfenfaden. Also hat sich das Spiel gehaben über einem Hänfenfaden. Und weiß noch niemand des Spiels Ende. Möchte kommen der Papst, sollt wohl an demselben Faden erwürgen und ersticken. Dazu helfe mein lieber Herr Jesus Christus, unser aller Heiland, gelobet in Ewigkeit. Amen. Ja, sage ich, man kann wohl Bischof sein ohne das Pallium. Und ist nicht Not, dass man den Erzkirchendieb, Stifträuber, Klösterfresser, Seelmörder zu Rom so groß Geld lasse zusehends rauben und dafür uns einen Teufelsdreck und Stank, eitel Lügen, Gotteslästerung, Abgötterei und ewiges Verdammnis zu Lohn geben. Wir Deutschen wollen solch Geld wohl sonst anlegen, dass uns der Papst nicht dürfe so schändlich stehlen. Dies sei kurz vor dem anderen Stücke gesagt, fährt Luther fort. Ob den Papst niemand oder jemand richten, urteilen und absetzen könnt. Und ist gewiss erfunden, dass nicht allein die Kirchen, sondern ein jeglicher getaufter Christen ihn richten, verdammen und zum wenigsten aus seinem Herzen absetzen mag, als einen Wiederchrist und Beerwolf, als einen Gottes, als Christi, als aller Christen und aller Welt Feind. Und das also urteilen und lehren, singen und sagen müsse, wer ein rechter Christen sein und selig werden will, das, wer dem Papst gehorsam sein will, wissen soll, dass er dem Teufel wie der Gott gehorsam ist. Hilft dem im 2. Johannes Vers 11 Papst stecken in seinen Gräueln, wie Johannes sagt, wer ihn grüßet, macht sich teilhaftig seiner bösen Werk. Das lesen wir in 2. Johannes 11. Ich hole das nochmal eben bei. Einen kleinen Moment, muss man eben hier die Bibel aufmachen. Johannes 2 und dann Vers. Ach, 2. Johannes. Ja, Moment, das ist ein anderes Buch. Das ist 2. Johannes, das ist nicht Johannes Kapitel 2. Das ist Johannes 2 und dann Vers 11.
Und da lesen wir, denn wer ihn grüßt, der macht sich teilhaftig seiner bösen Werke. Ne? Also das geht hier ein bisschen zurück. Gehen wir mal eben auf Vers 10. So jemand zu euch kommt und bringet diese Lehre nicht, also was wir aus der Bibel euch, wir Apostel euch gelehrt haben, den nehmet nicht zu Hause und grüßet ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßet, der macht sich teilhaftig seiner bösen Werke. Ja, das ist das auch, was Luther hier anspricht. 2. Johannes, Vers 11. Nicht Johannes Kapitel 2, Vers 11, da war ich eben verkehrt. Ja. Dass er den Teufel wieder Gott gehorsam ist, der hilft den Papst stärken in seinen Gräueln. Wie Johannes sagt, wer ihn grüßet, macht sich teilhaftig seiner bösen Werk. Zudem hat ihn der Herr selbst in Matthäus 18 öffentlich gerichtet und aus der Kirchen und Christen Saal geworfen, dass er nicht soll ein Christen heißen, wie gehört ist, weil er will ungerichtet und ungestraft. Das ist ein freier Teufel und Beerwolf sein. So muss er von Gott und aller Kreatur verdammt sein öffentlich. Ja, wahrlich, Gottes Sohn müsste darum gestorben sein und sein teures Blut vergossen haben, dass ein mutwilliger Bube zu Rom in aller Teufel Namen sich rühmen möge, er sei durch Christus Blut und Tod frei gemacht und Gewalt empfangen habe, zu sündigen, zu toben, zu wüten und zu tun, als er wolle, da wieder kein Christ, auch der Heilige Geist in seiner Kirchen selbst, nicht zu reden noch zu richten habe, wie sie Papa uns lehret. So doch, im 1. Galater Vers 8, St. Paulus den Christen die Macht zuschreibt, dass sie auch einen Engel vom Himmel zu richten und verdammen haben, wo derselb wollte ein ander Evangelium predigen. Was ist aber gegen einen Engel vom Himmel der Papst? Was ist aber gegen einen Engel vom Himmel Kardinal und alle Teufel auf einen Haufen? Ohne dass hiemit der Papst nicht allein seine Gotteslästerung und verfluchte Lügen und Abgötterei muss offenbaren, sondern auch seinen großen, groben Eselskopf muss aller Welt zeigen, als dass er gar nichts versteht. Was ein Christ, Kirche, Gottes Wort, Geist und Gott sei. Denn wo er's verstünde, würde er wohl wissen, dass Gottes Wort der höchste Richter ist über alle Kreatur. Und wer das im rechten Glauben, im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 15 hat, der heißt geistlich, der alles richten und ihn niemand richten kann. Nicht seiner Person halben, sondern des Worts und Geists halben, in ihm wohnet und durch ihn redet und richtet, wie St. Paulus da selbst sagt, 1. Korinther 2, 16, wir haben Christus Sinn. Darum ist nichts, denn eitel, grobe, römische Eselei mit Papst und Kardinalen. Also rennet sich der Papst selbst ab, richtet, urteilet und setzt sich selbst aus der christlichen Kirche eben mit dem, dass er nicht will gerichtet sein, und macht sich selbst zum Heiden und geht, wie der Herr sagt, aus deinem eigenen Munde wirst du verdammt. Lukas 19, 22. Denn weil du nicht gestraft sein, wie Matthäus 18, Vers 17, alle andere Christen, so bist du gewisslich kein Christ. Bist du kein Christ, so musst du gewisslich in aller Teufel Namen Ende Christ oder Papst unter den Christen sein. Ja, so wollt's der Papst haben. Danach hat er gerungen, dass, wer ein Christ sein will, soll und muss den Papst für des Teufels Gespenst Stift und Eigentum halten, dafür man fliehen, da wieder man beten und mit allem Ernst da wieder tun und leben soll, wie wieder den Teufel selbst. Sogar fein hat er sich verposteilt mit seinen Dreketen, dass ihm niemand solchen Schaden tun könnte, als er selbst, da er sich will aufs Beste setzen und schützen, gleich wie er droben mit den zween Sprüchen vom Bauen auf den Fels Matthäus 16 und vom Weiden der Schafe aus Johannes Ultimo darauf er sich gründet, also hat gestürzt selbst, dass kein Schreiben wider ihn so gewaltiglich ihn stürzen könnte. Das sei vom andern Stück
diesmal kürzlich gesagt. Damit das Andachtstück abgeschlossen, kommen wir auf Seite 83 zum das dritte Stück, zum letzten Stück, die Luther uns auf Seite 20 oder 21 besser gesagt damals ankündete, dass er sagte, drei Stück habe ich mir vorgenommen. Eins, ob es wahr sei, dass der Papst zu Rom sei, das Haupt der Christenheit über Konzilia, Kaiser, Engel und alles etc., wie er sich rühmet. Das hatten wir lang und deutlich bewiesen, hauptsächlich auf Basis von Matthäus 16, Johannes Ultimo und Matthäus 18, dass das nicht wahr ist. Das andere, was wir gerade besprochen haben, ob es wahr sei, dass ihn niemand könne urteilen, richten, absetzen, wie er brüllet. Und das haben wir gerade eben gesehen. Da gab es genügend Bibelzitate aus unter anderem den Korintherbrief, was ich vorgelesen hatte. 1. Korinther 2, 15, 16, Lukas 19, 22, Matthäus 18, 17, was wir hier alles gerade eben genannt hatten, dass eben das auch nicht wahr ist. Also, der Papst hat weder das erste Stück, das Recht, er ist nicht das Haupt der Christenheit, er ist nicht das Haupt über Konzilie, Kaiser und Engel, wie er sich rühmet. Im zweiten Teil haben wir bewiesen, dass es nicht wahr ist, dass er könnte urteilen, richten, absetzen und niemand ihn könne richten. Auch das haben wir biblisch bewiesen, dass es nicht wahr ist. Und wir kommen dann jetzt zum dritten Stück, um zu beweisen, wie Luther hier sagt, ob es wahr sei, dass er habe das römische Reich von den Griechen auf uns Deutschen gebracht, wie er über alle Maß davon stolziert und pocht. Also wollen wir eben beweisen, dass das nicht so ist. Da fahren wir also fort auf Seite 83 oben und lesen, ob der Papst das römische Reich von den Griechen hab auf uns Deutschen gewandt. Das ist doch ja zumal eine grobe öffentliche Lügen, die jedermann sehen und greifen mag. Erstlich, wo wollt der Papst solch Reich nehmen? Und wie wollt er geben, das er selbst nicht hatte? Tja, da gehen wir zurück auf die Schenkung von Konstantin. Müsst ihr nochmal ein paar Folgen zurückgehen. Ich glaube, das war in der dritten und eventuell auch im vierten Video, dass ich das damals angeholt hatte, die Schenkung von Konstantin und dass das eine Fälschung ist, eine heutzutage selbst von der römisch-katholischen Kirche anerkannte Fälschung. Wo wollt der Papst also so ein Reich nehmen, wie wollt er geben, was er selbst nicht hatte, da die Schenkung von Konstantin eine Lüge ist? War er doch selbst zu Rom nicht sicher für den Longobarden, die dazumal 200 Jahre in Italien regiert hatten? Wie eine feine Gabe sollte mir das sein, wenn ich, Prediger zu Wittenberg, wollte das Königreich Bohemen, also Bohemia, oder Polen dem Kurfürsten zu Sachsen geben. Und dass ich ein Exempel unserer Zeit führe. War es nicht eine feine Gabe, da Papst Leo X. diesem König Francisco zu Frankreich das Kaisertum zu Konstantinopel gab? Wo der König nicht klüger wäre gewesen, denn der Papst, und desselben Narrheit nicht hätte veracht, wie sollt er mit dem Kaisertum zu Konstantinopel einen Schimpf und Lächerei angerecht haben? Sie sind wahrlich recht toll und töricht, die römischen Esel, bei gesunder Vernunft, das ist ein Monstrum. Der Teufel hat uns durch Gottes Zorn über unsere Sünde mit großen bösen Narren und großen groben Eseln zu Rom betünget, die nicht anders denken, denn also, wir lesen keine Bücher, darum wird sie auch niemand lesen, sondern was wir Esel farzen und düngen, das müssen die Bestien wohl für Artikel halten. Ursach, sie gläuben, dass wir St. Peters Erben sind und können nicht irren. Hier ist natürlich keine Verweisung nach einem Bibelzitat, aber ich sage euch, dass wir das, was ich gerade eben hier gelesen habe, ganz deutlich in der Bibel nachlesen können. Und wie will ich das jetzt biblisch beweisen? Ich lese nochmal eben den Satz und dann lese ich euch vor, wie wir das in der Bibel zurückfinden. Der Teufel hat uns durch Gottes Zorn über unsere Sünde mit großen bösen Narren und großen groben Eseln zu Rom betünget, die nicht anders denken, denn also, wir lesen keine Bücher, darum wird sie auch niemand lesen,
sondern was wir Esel farzen und düngen, das müssen die Bestien wohl für Artikel halten. Ursach, sie gläuben, dass wir St. Peters Erben sind und können nicht irren. Also, wir erliegen einem großen Irrtum. 2. Thessalonicher 2, ich komme immer wieder auf dieses Kapitel im Thessalonikerbrief zurück, Vers 10 und 11. Und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, dass sie selig würden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, dass sie glauben der Lüge. Tja, und das sind genau diese Irrtümer, denen wir hier erliegen, wenn wir nicht lesen, sondern wenn wir glauben, was die Esel fürzen und düngen, wie Luther das hier schreibt. Darum müssen wir deren Artikel, der Bestien Artikel, für wahr halten und glauben, dass diese Esel zu Rom tatsächlich St. Peters Erben sind. Wenn wir das Wort Gottes nicht lesen, wenn wir die Bibel nicht lesen und glauben und verstehen, dann sendet uns Gott kräftige Irrtümer, dass wir der Lüge glauben. Und das ist das, mit dem die meisten Menschen heutzutage konfrontiert sind. Sie glauben lieber der Lüge, die Gott ihnen sendet, anstatt mal sein Wort in die Hand zu nehmen, aufzuschlagen und zu lesen. Die Historien sagen also, fährt Luther fort, da wieder des Papstes Farzen nichts gilt. Da Konstantinus der Große den kaiserlichen Sitz von Rom gen Konstantinopel wandt, welches ein Zeichen war, dass Rom sollt an sein Ende kommen, ne? Also als Kaiser Konstantin seinen Sitz von Rom nach Konstantinopel verlegt hat, war das ein deutliches Anzeichen, dass es mit dem westlichen römischen heidnischen Reich zu Ende geht. Das ist, was Luther hier mit anderen Worten sagt. Ist danach Rom von Tag zu Tag geringer worden, bis die Goten, also die Goten, kamen und unter dem Kaiser Honorio Rom gewonnen mit dem Welschenlande, mit Italien. Welschenlande ist ja Italien. Danach kamen die Wenden, danach die Longobarden. Dass Rom inwendig 100 Jahre wohl 4-mal gewonnen und verstört ist, allein von den Goten und Wenden, davon musst du die Historien lesen. Das ist alles historisch belegt, der Untergang des heidnischen Roms. Die Goten und Longobarden sind Deutschen gewesen, da es nur mit Rom und Welschenlande auf die Hefen und Tote geneigen kommen war und die Kaiser zu Konstantinopel nicht mehr retten noch helfen konnten, weil sie selbst zu tun genug hatten mit Goten, Persen, Sarazenen und nu die Länder Deutsch, Frankreich, Hispanien vom römischen Reich weg waren. Auch Italia, den Longobarden untertan, das mit Rom nichts mehr war, hingen sich an den Papst. Und da sie hörten, dass Carolus Magnus ein mächtiger König war, als der Deutschland und Frankreich unter einer Krone hatte, lockten sie ihn zu sich, wieder der Longobardenkönig, welche nun wohl 200 Jahre in Welschenlanden hätten säuberlich und mäßig regiert und Vettern, Mumen, Söhne und Töchter, Schwäger untereinander worden waren, davon das Land Lombardei noch den Namen hat. Mit anderen Worten, was sagt Luther hier? Es geht hier um Kaiser Carolus Magnus, ne, also Karl den Großen. Um 800 wurde er zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation gemacht und dass dann ein mächtiger König geworden war, dass er Deutschland und Frankreich unter seiner Krone hatte und dann lockten sie zu ihm die Longobarder-Könige, die 200 Jahre Italien regiert hatten und mit ihren Vettern, Mumen, also Tanten, Söhnen und Töchtern und Schwägern untereinander geworden waren. Das heißt, dass sie sich untereinander in diesen Familien verheiratet hatten, um die Macht aufrecht zu erhalten. Ja. Darum konnte der Papst im dunklen Mittelalter die Könige beherrschen, weil sie alle aus einer dem Papst abhängigen Familie stammten, mehr oder weniger. Und man sieht ja an vielen Familien, wie die mehr oder weniger Inzucht betrieben haben. Also, der Punkt ist ganz einfach, die haben das unter der Familie unter sich aufgeteilt, sind aber vom Römischen Reich weggekommen und das Römische Reich ist im Grunde untergegangen. Konstantin hat sich rechtzeitig nach Konstantinopel abgesetzt, dadurch entstand ein Machtvakuum in Europa
Und aus diesem Machtvakuum kam dann später der Bischof von Rom heraus, sicher nachdem 606 Kaiser Phokas aus Konstantinopel dem Bischof von Rom die Macht übertragen hat, wie wir bereits gelesen hatten. Das steht jetzt nicht so in dem Buch, das ist eine geschichtliche Anmerkung von mir. Aber wir lesen weiter. Da kam Carolus dem Papst zu Hilfe, wieder der Longobarder König. Hörst du es? Lese die Historien, lies die Geschichte, informiere dich darüber. Und Carolus war nun ein frommer, andächtiger Christ. Da er zu Rom am Christtag in der Kirche ist, ruft der Papst, Carolus sei römischer Kaiser, ohne sein Wissen und Willen. Denn Carolus, hernach gesagt, wo er sich des versehen hatte, wollte er nicht in die Kirchen kommen sein, wollte auch den Namen römischer Kaiser aus des Papstes Geschrei nicht annehmen noch führen, bis die zu Konstantinopel dumm gefragt und dreien bewilligten. Also ward Carolo der Name gegeben, dass er römischer Kaiser sollt heißen, gegen Abend, wie die zu Konstantinopel gegen Morgen. Also, wir hatten dann damals Kaiser Karl den Großen als den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Stolzer Nation im Abendland, zu Abend, wie Luther hier schreibt. Und wir hatten auf der anderen Seite im östlichen Römischen Reich Konstantin und seine Nachfolger, die dort im Osten zum Morgenlande hin das Römische Reich als Kaiser vertreten hatten. Also ward Carolo der Name gegeben, dass er römischer Kaiser sollt heißen, gegen Abend, also im westlichen Reich, wie die zu Konstantinopel gegen Morgen, im östlichen Reich, weil doch die zu Konstantinopel nunmehr das Reich gegen Abend verloren und nicht erhalten konnten. Und solche Teilung des römischen Reichs ist dazumal nicht neu, noch die erste gewesen. Denn zuvor Theodosius, seine zween Söhne Arcadius und Honorius, idem der große Konstantinus und Sohne Konstantius, Konstanz, Konstantinus, also in das Reich geteilt hatten. Ja, auch Augustus und Antonius, idem Julius und Pompeius, Diokletianus und Maximianus. Und sofort an ist der mehrer Zeit das Römische Reich in zwei oder drei Häupter geteilt gewesen und selten unter ein Häupt gekommen. Aber des Papsts Wort lauten, als hätt er das Reich von den Griechen genommen und den Deutschen zugewandt, das ist erlogen und ganz ein bebstes Gewäsch. Erstlich daher, dass er nichts hat vom griechischen Reich nehmen und weggehen können, sondern das römische Reich gegen Morgen ist zu Konstantinopel blieben. Und er hat sich derselbe Kaiser zu Konstantinopel immer für und für römischer Kaiser genennet und geschrieben, gleich wie unser Kaiser sich römischer Kaiser geschrieben hat, ohne dass man ihnen hat konstantinopelisch unseren den deutschen Kaiser geheißen. Darum, dass ihr keiner zu Rom den Sitz hatte, sondern jener zu Konstantinopel, dieser in deutschen Landen gesessen ist. Aber es ist beides einerlei römisch Reich gewesen, geteilet, wie gesagt. Ein Teil gegen Morgen, das andere gegen Abend. Ein Teil gegen Osten, ein Teil gegen Westen. Und wie steht es in der Bibel geschrieben? Ein Königreich geteilt in sich selbst kann nicht bestehen. Die zwei Beine der Figur aus Daniel sind das geteilte Königreich, sind das geteilte Kaiserreich, das geteilte Rom, Ost und West. Ein Königreich in sich selbst verteilt kann nicht bestehen. So steht es bereits in der Bibel geschrieben. Und haben sich beiderseits des alles vertragen. Denn Carolus hatte seine Botschaft bei dem zu Konstantinopel und wiederum jener seine Botschaft bei Carolo zu Aachen. Und solchen Vertrag hat ernstlich mit Carolo aufgerichtet die Kaiserin Irene, nach ihr Nikephoros und Michael. Und zu Wahrzeichen ward im Vertrag Venedig ausgenommen, dass es für sich selbst sollte eine Herrschaft, weder diesem noch jenem Kaiser untertan sein. Solch schreiben auch des Papst Historici selber, als Platina, etc. Nun gibt es hier im Englischen eine Fußnote, wobei steht, dass die Stadt von Venedig original, also Subjekt war, also untergeschickt war an Konstantinopel, hat jedoch Karl den Großen in 805
gefolgt und ist ihm untertänig geworden. Ne? Also das ist das, was Luther hier gerade eben schrieb über Venedig. Ne? Ward im Vertrag von Venedig ward ausgenommen, dass es für sich selbst sollte eine Herrschaft sein. Also Venedig ist weder dem östlichen noch dem westlichen Kaiserreich in Rom unterworfen. Solch schreiben auch die Papsthistorici selber. Lediglich ist es so, dass in 805 Venedig, das ursprünglich Konstantinopel untertan war, sich verändert hat zu Carolus und sich Karl den Großen untertan gemacht hat. Weiter sagen sie, die Päpste, die Papstesel, dass Otto, der Ander, unser deutscher römischer Kaiser, des großen Ottones Sohn, habe des römischen Kaisers Johannes zu Konstantinopel Schwester gehabt, mit Namen Theophania, von welcher kommen ist Otto der Dritte. Und hat dazu Otto der Ander seinen Schwager Kaiser Johannes zu Konstantinopel wieder eingesetzt, da er abgestoßen war, als dass also Otto der Dritte von der Mutter her auch hatte das römische Kaisertum zu Konstantinopel erben mögen, darum der Papst nicht ein Haar breit hat von den Griechen auf die Deutschen gewandt, wie seine unnützen Wortnarren. Zum anderen hat der Papst viel weniger vom römischen Reich des Teils gegen Abend auf die Deutschen gewandt oder gegeben. Was sollt er geben, der selbst nichts hätte? Carolus hatte zu der Zeit Deutschland und Frankreich, erblich von seinem Vater Pipino und krieget mit den Sachsen 30 Jahre. Denn diese Länder, Deutschland, Frankreich, Hispanien, wie gesagt, waren längst vom römischen Reich gefallen. Und Carolus musste Welschland, also Italien, mit dem Schwert gewinnen, von den Longobarden und den Papst retten. Danach gewann er Ungarn auch, also Ungarn, dass es die Wahrheit ist, Carolus habe vom Papst nichts, ohne den bloßen ledigen Namen römischer Kaiser, welchen er doch auch nicht hat wollen annehmen, hinter dem Kaisertum zu Konstantinopel, wie wir gehört haben. Aber solcher lediger Name hat die Deutschen viel gestanden, denn die Päpste hernach unser Kaiser zu Knechten gemacht haben. Wenn ihnen etwas gemangelt haben, unser Kaiser auf ihr Eigenkost den Päpsten und Welschenland müssen zu Hilfe kommen, dafür sie jenen hernach gelohnet und gedanket mit aller Schalkheit und Büberei, etliche Kaiser vergift, etliche geköpft oder sonst verraten und umbracht, wie denn die päpstliche Heiligkeit und Teufelsgespenst sollen und müssen tun. Aber mit dem ledigen Namen und Titeln haben sie gleichwohl die Klauen je länger und mehr eingeschlagen. Danach mit der Krönung und Salbung solchs gestärkt, immer weiter und weiter nach dem Reich getrachtet, auf das sie nehmen möchten als die Stifträuber und Kaisermörder, was die Deutschen ererbet oder mit dem Schwert gewonnen haben. Nach dem Sprichwort unseres Herrn, in Johannes 4, Vers 37 lesen können. Ein ander arbeitet, ein ander nimmt's. Johannes 4, Vers 37. Dann schauen wir da mal eben rein. Ich habe das hier auf. 4 und dann Vers 37 eben runterscrollen. Da steht, denn hier ist der Spruch wahr. Dieser sät, der andere schneidet. Und das ist genau das, was der Papst auch heute noch macht. Er lässt den einen sehen und der andere erntet und er fährt alles ein, der Papst selbst. Ganz einfach. Das hat hunderte, ja fast tausende von Jahren funktioniert. Das funktioniert heute noch genauso. Ja? Ein ander arbeitet, ein ander nimmt's. Ja, sage ich, sie wären gern durch Kaiser, durch unser deutschen Gut und Blut, die faulen, schändlichen Wenste. Also hätten sie auch gern die Elektion an sich gebracht. Ex de electio venerabilem. Item Caetaneus versucht's auch mit diesem Kaiser Carolo. Haben groß Unglück damit gestiftet, abgesetzt die Kaiser durch den Bann und geboten, andere zu wählen, aufs allermutwilligst. Zuletzt haben sie auch die Kaiser mit Eidspflichten unter sich gebracht, welch sie der Teufel hat geheißen. Aber alles darum, dass sie wollten selbst Kaiser sein in Fremdboden gut, haben auch oft versucht, den ledigen Titel wieder von den Deutschen auf Frankreich zu wenden, auf dass sie mit demselben Könige auch spielen möchten, wie sie mit den deutschen Kaisern getan haben.
aber Wohlsein wäre es gewesen, dass die Kaiser hätten dem Papst eine Schmier und Krönung gelassen. Denn sie wohl Kaiser können sein, ohne des Papstes Schmier und Krönung, welche machen keinen Kaiser, sondern die Kurfürsten machen einen Kaiser, nicht der Papst. Ein Kaiser wird gewählt von seinen Fürsten und Königen und nicht vom Papst, so ist es ursprünglich. Denn sie wohl Kaiser können sein, ohne des Papstes Schmier und Krönung, welche machen keinen Kaiser, sondern die Kurfürsten machen einen Kaiser, ob er gleich nimmermehr vom Papst geschmiert würde, wie Ludovicus der Dritte, Konradus der Erste, Heinricus der Erste, Konradus Seius, Rodolphulus, Maximilianus und etliche mehr vom Papst ungeschmiert sind blieben. Denn der Papst macht mit seiner Schmier zu viel Unlufts und Unglücks im Reich. Sind doch wohl auch etliche Bischofe ohne Palien blieben. Allein die Wahl der Stifte macht Bischöfe, wie es auch recht ist und genug wäre, dass ihm die nächsten Bischöfe die Hände auflegten. Und liefe das lästerliche, fressende, bärwölfisch Monstrum zu Rom seine Schmier und hänfele Faden brauchen, wozu er könnte. Hänfele Faden, das Pallium, wovon wir gelesen haben. Hierher, nu Papstesel, mit deinen langen Eselsohren und verdammten Lügenmaul! Die Deutschen haben das Römische Reich nicht von deinen Gnaden, sondern von Carolo Magno und von den Kaisern zu Konstantinopel. Du hast ein Haarbreit davon gegeben, aber unmesslich viel hast du davon gestohlen, mit Liegen, Trigen, Gotteslästerung und Abgöttereien, wie du mit den Bischöfen auch zuerst durch Lügen, danach durch Pallien, Eiden, Schätzungen hast als ein Teufel gehandelt. Aber hier muss ich's lassen, willst Gott, im anderen Büchlein will ich's bessern. Sterbe ich indes, so gebe Gott, dass ein ander tausendmal Ärger mache. Denn die teuflische Päpsterei ist das letzte Unglück auf Erden und das Näheste, so alle Teufel tun können mit all ihrer Macht. Gott helfe uns. Amen. Damit beschließt Martin Luther dieses Buch. Das war ein richtiger Klimax. Nochmal. Hier nu her, Papstesel, mit deinen langen Eselsohren und verdammtem Lügenmaul. Die Deutschen haben das Römische Reich nicht von deinen Gnaden, sondern von Carolo Magno, von den Kaisern zu Konstantinopel. Du hast ein Haarbreit davon gegeben, aber unmesslich viel hast du davon gestohlen. Mit Lug, Betrug, Gotteslästerung und Abgöttereien, wie du mit deinen Bischöfen auch zuerst durch Lügen und danach mit Pallien, Eiden, Schätzungen hast du als ein Teufel gehandelt. Und dann kommt Martin Luther zum Letzten. Aber hier muss ich's lassen. Will's Gott, im nächsten Büchlein will ich's besser machen. Sterbe ich indes, so gebe Gott, dass ein ander tausendmal Ärger mache. Denn die teuflische Päpsterei ist das letzte Unglück auf Erden und das Näheste, so alle Teufel tun können mit all ihrer Macht. Gott helfe uns. Amen. Da nur ein kleiner abschließender Kommentar von mir zu. Die teuflische Päpsterei ist das letzte Unglück auf Erden. Und hiermit gibt Luther unumwunden zu, dass die Bibel in Daniel Kapitel 2, in Daniel Kapitel 7, deutlich davon spricht, dass das letzte Stück Herrschaft auf dieser Erde, das Stück Herrschaft ist, das aus dem heidnischen römischen Reich hervorgeht und dass das römische Reich das letzte herrschende Reich auf Erde ist, vor Jesus Christus Zurückkunft, seiner zweiten Ankunft, die in Daniel 2 beschrieben ist mit dem Stein, der nicht von Händen ausgehauen ist und der die Statue in den Füßen trifft und zerschmettert in Staub
und damit alle irdischen Königreiche vernichtet und dann diese Staubwolke ein großer Berg wird, ein Felsen wird, der die ganze Erde umschließt. Und das ist das Königreich unseres Herrn Jesus Christus, das da bleibt in alle Ewigkeit. Amen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich werde nur noch ein Video machen, in dem ich Daniel 2 und 7 und 2. Thessaloniker 2 mal lesen und analysieren werde für euch in der Zukunft. Jetzt habe ich erstmal das geschafft, was ich mir vorgenommen habe, das Buch von Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, ganz durchzulesen, und hoffentlich schaffe ich das auch, das im Oktober hochzuladen. Um die 2 Tage müsste ich ein neues Video hochladen, das werden wir dann schon noch sehen, ob ich das schaffe. Mal sehen, was die englischen Zuschauer sagen, wenn die auch noch ein paar Videos wollen, dann wird es ein bisschen länger dauern. Aber auf jeden Fall haben wir hier jetzt das Buch abgeschlossen. Wir haben, wie Luther angekündigt hat, auf Seite 21 alle 3 Stücke, die er sich vorgenommen hat, haben wir angeschaut. Wir haben gesehen, wie der Papst behauptet, ob das wahr ist, dass der Papst Rom das Haupt der Christenheit ist, dass er das Haupt über Konzilia ist, dass er das Haupt über Kaiser und Engel und alles andere ist, wie er sich rühmet. Und wir haben auf 50 Seiten in diesem Buch deutlich biblisch und geschichtlich bewiesen, dass das nicht so ist. Das andere war, dass er sich rühmet, dass er jeden könne urteilen und absetzen, aber selber nicht gerichtet könnte werden von Menschen. Auch das haben wir bewiesen, ist eine Lüge. Verglichen mit der Bibel ist das eine Lüge. Und im 3. Stück haben wir auch gesehen, dass es auch nicht wahr ist, dass er das Römische Reich von den Griechen auf uns Deutschen gebracht hat. Auch das ist eine Lüge. Und Luther schließt hiermit ab und kündigt dabei noch an, hier muss ich's lassen. Will's Gott im anderen Büchlein, will ich's bessern. Luther kündigt hier selbst an, dass er noch ein 2. Buch schreiben will, wo er noch mal tiefer auf diese letzten angesprochenen Dinge eingeht. Weil, wie gesagt, das 1. Stück haben wir mit 50 Seiten widerlegt. Für die anderen 2 blieben uns gerade mal 13 Seiten oder 14 Seiten über. Und deswegen sagt er, ich möchte noch ein Buch schreiben und in dem nächsten Büchlein möchte ich's besser machen. Jedoch sagt er auch, sterbe ich indes, so gebe Gott, dass ein ander 1000-mal Ärger mache. Dass also ein ander seine Arbeit übernimmt. Ja, wenn jetzt nicht nach 500 Jahren Reformation sich niemand nicht berufen fühlt, um es von den Dächern zu schreien, dass der Papst der biblische, historische und prophetische Antichrist ist, wie ich es tue, wenn das nicht andere Leute auch noch tun, dann verhallt Luthers letzter Wunsch hier ungehört. So gebe Gott, dass ein ander 1000-mal Ärger mache. Wenn ich mir anschaue, was die Arbeit von Tom Fress ist in Inquisition Update im Englischen, und wenn ich mir anschaue, was meine Arbeit ist, unter anderem um den Papst als Antichristen darzustellen, dann hoffe ich mir, dass nach dieser Lesung noch viele Menschen folgen und dass es andere sind, die es noch 1000-mal Ärger machen, als Luther es hier gemacht hat. Denn die teuflische Päpsterei ist das letzte Unglück auf Erden. Und Gott helfe uns, um das zu überleben. Amen.